weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich weiß mit wem. Wo ist denn der Hubschrauber? Sollte noch einer kommen? Ah, da oben ist er. Headshot! Oh, 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 oh! Ja, hä? Hast du den gerade abgeknallt? Nö. Aber wieso ist der bei mir abgestürzt, Alter? Boomer ist zurzeit ja, nicht verfügbar. Ich habe ihn gesehen und hat dann keinen Bock mehr gehabt. Ja, wahrscheinlich mein Gesicht, Alter. Erstmal so, Absturz! Vielleicht hat er vor die Scheibe gekotzt und nichts mehr gesehen. Ich weiß nicht. Ah, Kletterow! Kletterow! Ich kann's auch gerade sagen. Was gefallen mir nix. Ja, Junge, was ist das? Ja, Junge, ich komm hier nicht hoch, das ist spät. Hey, fette Bomben. Von da, ich würde gerne Waffen kaufen. Wollen kaufen Waffen? Oh, ich habe ein Bibel gefunden. Anzünden diese Scheiße. Hey, seit wann haben wir ein Feuerzeug dabei? Ja, schmeiß es noch runter, Alter. Muss jeder Arsch löschen kann, ey. So ein Scheiß. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Nö, ich weiß nicht, was er dir antun wird und das ist mir auch scheißegal. Du dumme Sau. Du blöde Drecksau. Radio Pepkack. Was? Ich hab die Seilbahn unter dir genommen. Ja, hier ist nochmal ein bewaffneter Flusskonvoi, der markiert worden ist. Ja, das juckt nicht. Oder wollen wir erstmal wieder... Ach nee, doch nicht, das ist eine Mission. Ja. Aber auf dem Weg könnten wir den hier da machen. Was? Den hier, die Säulen von Eden, Alter. Ja. Naja, dann komm runter. Ja, ich mach ganz einfach, pass auf. Ja, ich hab hier einen Wagen, deswegen komm runter. Achso. Dann fahren wir Auto. Komm runter jetzt, beruhig dich. Genau, beruhig dich. Angela. Ja, ich hab Wingsuit, Junge. Du bist zu weit weg von mir, das ist sehr prima, dass du einen Wingsuit hast. Ja, musst du fahren, schneller mit dem Auto. Ja, ich weiß ja nicht, dass du schon losgeballert bist. Toll. Schau mal nach rechts. Was denn? Du bist gestorben oder was? Nein, schau doch mal nach rechts. Der Polizei? Hey Leute, warum sitzt du in meinem Auto? Ach, du warst zu weit weg, ne? Ja. Warum schießt die Polizei auf mich? Ich hab nichts gemacht. Welche Polizei? Ich dachte, du spielst Far Cry. Nee, nicht mehr. Ach, du spielst wieder Cyberpunk. Ja. Ich hab nur eine Leiche gelootet und der sagt einfach I'm about to fuck up your whole day. Und dann ballert er los mit seinem Ballermann. Ja? Ja. Ich hab doch nichts gemacht. So dumme Sau. Das ist wie in GTA, irgendwann können sie dich einfach nicht mehr leiden. Ab, verrückt ab. Lass uns schreien. Dann lass uns schreien. Au. Jetzt bin ich da. Tschüss. Wisst ihr, hier gibt's keine Silos, sondern hier gibt's Schreine, deswegen. Was war ein Schrein? Was war das zur Hölle? Was hat uns da gefickt, Alter?
Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, ich weiß nicht. Hör auf zu lachen jetzt! Das ist scheiße! Das war meine Schuld. Ja, dezent, ne? Ich hab keine Ahnung, wieso es seine Schuld ist, aber egal. What the fuck? Steht da plötzlich hinter mir ein Hubschrauber und ballert uns einfach weg. Was ist denn das für ein Scheiß? Nein, das war ich mit der Panzerfaust. Ich hab das Auto abgeschossen, aber wir waren zu dicht dran, also. Ja, aber über uns war noch ein Hubschrauber. War aber meine Schuld. Was denn? Ach so. Naja. Wieso hast du das Auto abgeknallt? Ja. Auch Spaß, einfach. Selber. Ja. Ach so. Ach so, das ergibt Sinn. Mach das nicht mehr so wie die Auto. Ich garantiere dir, der funktioniert noch. Ich schwöre, der funktioniert. Ah, ja. So ein Feuerball, Junge. Ja, wieder hier. Ich weiß, dass den geht. Mein Manta, total verpoken. Verpoken. Pokus, Pokus, verpoken die Boos. Komm mal her, wo bist denn du hier? Was ja. Hocus Pocus, Verbiegeru. Fick ist die Hut. Oh, verdammt. Ey, hier ist so eine scheiß Schabracke. Oh, Elendiger. Du dumme Sau. Du Dreckiger. Oh ne, das ist ein Freund. Das ist ein Friendly Fire. Egal, ins Gesicht. Ah, hier müsste das gehen. Warte mal, wo müssen wir denn überhaupt hin? Das ist nicht verkehrt. Hier ist eine Geisel, Digga. Nimm die mal. Was, ich soll sie jetzt nehmen? Da ist ein Büffel, Alter. Wo ist der Büffel? Da oben. Am besten mit dem Sniper ins Gesicht. Ja, hab ich schon. Ich hab einen Büffel und einen, ja, Hunter gelegt. Cash in the Dash. Jo. Girl, you know it's true. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das ist alles deine Schuld. Willkommen. Nein, nichts meine Schuld. Doch, das ist deine Schuld. Kommt das jetzt nochmal? Alter, jetzt hat er ja schon wieder Mundgeruch, ne? Wahrscheinlich was anderes jetzt diesmal. Ja, riecht nach Dose, Fisch. Nach Dose, Fisch? Fischdose. Fischdose? Fischeru. Was ist denn mit der Polizei hier los, ey? Wir haben dich in unser Haus gelassen, in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Dumme Sau. Was will die denn jetzt eigentlich schon wieder hier? Ich hab keine Ahnung. Da ist ein Kaninchenhirsch. Wo ist ein Kaninchenhirsch? Siehst du das nicht unten? Oh, hallo Kaninchenhirsch. Was ist los mit dir, ey? Ich bin ein Kaninchenhirsch. Wir sind so auf Drogen! Guck mal, da hinten ist ein richtiger Hirsch! Den packe ich dann in meinen Zebresel ins Gehege. Ein Zebresel? Ja. Ein Zebraesel oder was? Ja. Ein Zebresel! Ein Zebresel. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Der ist so richtig zerbreselt! Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Oh, kann ich im Kugelkopf jagen? Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen... Wenn er da nicht zerbröselt? Ah, ich nicht vorstellen, Deutsch. Ich auch nicht, ja. Sorry, I don't speak Nazi. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Ah, ja, weißt du, dass der Hund geschoren ist? Trunk von Horn? Leuchtest uns. Und was wir getan haben. Und von so. Okay. Was ich verrückt. Ah, du verrückt, ja. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Ich hätte gerne einmal Miau Süßsauer. Dasselbe Horror. Miau Süßsauer? Miau Süßsauer. Ah, Leute, 250. Das? Dann nehme ich zwei Miau-Süßsauer. Ah, du musst aber vorher Lutschi-Lutschi machen.
Gemeinden werden auseinandergerissen. Eine Eisunterwunderputzen. Errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Hat anzuführen. Die ausgelöst, Dose? Hey, go, geh mal was gehen. Was, Miau aus der Dose? Ich habe nicht darum gebeten. Ja, Miau aus der Dose. Mach ein Dulci, Dulci. Ich wurde auserwählt. Dulci, Dulci, ach, geil, Alter, noch ein bisschen tiefer. Angstschlag rein, ey. Nee, das hört sich dann immer nur so an. Die Menschheit ist schwach. Und verletzlich. Und wir haben unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Das ist richtig gut, vielleicht hat er einen zum Über. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Der ist einfach so aber extrem lang, dass ich. Lass mir da. Einfach warten auf das. Ja, jetzt musst du das auch beweisen. Du musst du mal anmachen, Cap. Ich krieg den nicht auf dem ganzen Bildschirm drauf, ich Entschuldigung. Nicht, dass ach, hast du nur 15 Zoll? Ja. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen, zu handeln. Ist doch kurz genug. Sorry, ich hab nur ein kleines Smartphone. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne. Was ist denn mit dieser blöden Polizei hier los? Ich will doch nur den toten Arbeiter, der neben meinem Truck liegt. Und schlug und rein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ja, ich denke, dass du ihn getötet hast. Ich kann dich halten. Aber ich bin gerade gefahren mit dem Motorrad von unten. Ah. Ich war das nicht. Ich schwöre, ich war das nicht. Ich weiß das nicht. Das kommt von alleine. Und wie bist du auf den Baum gekommen? Ich bin gefallen. Das war aus Versehen. Das war aus Versehen. Ich bin gehüpft, dann bin ich gefallen und zack war ich auf dem Baum. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich falle auch immer die Treppen hoch zum Keller. Was sind denn das für Drogen, die sie uns andauernd geben, du? Ich hab keine Ahnung. Gut. Grundgütiger, du hast uns eine scheiß Angst eingejagt. Komm jetzt mal wieder in den Knast, ein paar haben es nicht geschafft, die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Ach, Herrgott. Also, du musst dich entspannen, leg dich hin. Wir reden dann morgen. Hä, was? Ja, ein Junge? Jesus. Bist du schnell aus dem Rausch erwacht? Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Oh, Arschficken! Oh. Ich solche Ausdrücke hier! Mensch, was ist denn das für ein Spiel? Wenn wirklich vorher wäre eine Festung ich noch steht. Ich wünschte, ich hätte noch ein paar von den Bärensprayflaschen aus meiner Wahlkampagne. Das war klasse. Hey, was läuft denn du einfach zurück? Das Bliss, ja toll, das Bliss, aber wir wollten gerade zu einem Punkt auf. Ist doch egal, wohin du. Na ja, halt die Schnauze. Du musst mit Virgin reden hier. Warum? Der bleibt für immer Jungfrau, der Typ. Alter, stimmt, Schnaps. Alter, den darfst du nicht stehen lassen. Oh, 3 Vorteilspunkte erhalten und ich könnte jede verteilen. Redest du jetzt mit dem oder nicht? Ja. Mensch. Ah ne, war verkehrt der Taste, ich muss da rein. Schon wieder 8 Vorteilspunkte. Hör auf zu labern. Ja, machen wir mehr Labern. Ich hab nur, so, einen Moment. Also, Deputy, ich muss dich was fragen. Hast du schon mal von einem Kerl namens Feeny gehört? Er war der Apotheker. Oh, ich bin betrunken. Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Schütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Dumme Sau. Ja, da sind jetzt 10 Flaschen getrunken, ne? Den geholfen, das zu erschaffen. Doch. So in Jessup-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof, bevor... Ja, bevor. Jetzt nutzt Feeny das, um sein Gift anzubauen. Überall nur noch Felder von diesem grässlichen Blumen. Fünfmal. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst... Ich wette, dann kommt Feeny bestimmt panisch angelaufen.
Na komm jetzt. Ich muss erstmal nüchtern werden, hol mir jetzt erstmal wieder ein Heli, Alter. Das ist doch nicht normal hier. Hey, lass mich hier raus! Chitru! So eine Scheiße hier. I'm about to fuck up your whole day. Yeah. Of course. Ich sag der Arsch. Der ist so richtig daneben, der Dude. Außerdem hat er mich entdeckt, während ich hinterm LKW stand. Der Cheater. Was jetzt traue ich? Jetzt klaue ich ihn das Auto, Polizeiauto, sagen sie jetzt davon die Arsch. Der Junge hat mich hier raus. Ach, die Mission da hinten ist jetzt weg? Ja, cool. Sehr gut. Shrine. Da ist die dumme Sau. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, zu der anderen Mission, zum Sharky. Was geht, Ghost Gamer? Eieiei, nein, zum Sharky will ich. Hab's doch schon markiert. Das ist 600 Meter von uns. Hä? Direkt hier! Hey, it's Sharky hier. Ja, ja. Der ist lustig, der Typ. Der ist richtig lustig. Echt? Ja. Du lügst doch. Dumm, aber lustig. Alle NPCs sind dumm. Ja, aber er ist speziell dumm. Er ist speziell dumm. Hey, hey, hey. Die ist auf Deutsch wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich kenne das auf Deutsch, seine Stimme nicht. Ich spiele alle Spiele auf Deutsch, die ich auf Deutsch spielen kann. Verstehe ich wenigstens was. Ja, und das ist auch für den Stream, glaube ich, besser. Ja, erstens das und fürs Gameplay ist das auch gut. Für YouTube. Konnte perfekt. Das hast du jetzt nicht gesehen. Was hast du gemacht? Ich wollte da landen. Und dann macht der Helikopter auf einmal Boom und ich bin tot. Gut gemacht. Hey! Scheiße, Junge! Junge, ihr Monster, seid ja mal echt hässlich! Lasst euch die Donutglasur vom Gesicht brennen! Ich bin Victor Boscher. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen im Disco Inferno. Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelfers oder anderen Zeugen oder Gesetzeshütern wie dir mal ich selbst sein kann. Hier kann ich meinem Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. Oh, die haben das Aussehen von den Granaten geändert. Geil. Ja, jetzt habe ich eine Hose an. Aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Stunde auch noch so ist. Ich habe hier ein zuckersüßes Soundsystem, das 110 Dezibel der heißesten Musik rauspustet, die es je gab. Jedes Mal, wenn ich die Anlage aufdrehe, kommen diese scheiß Sekten-Angels angerannt. Ich weiß nicht, ob sie es lieben oder hassen, aber es macht auf jeden Fall Bock, sie einzuschmelzen. Und keine Sorge, diese Angels sind sowieso irgendwo. Ich gebe ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Ich verrate es auch keinem und wir müssen. Ups. Ja, komm doch rüber. Ich wollte gerade Mucke auflegen. Ich will anders.
Sorge, diese Angels sind sowieso hilfreich. Ich gebe ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Willst du mir helfen? Macht echt Spaß, ich sag's dir. Verrate es auch keinem. Kannst du ein Handy-Game empfehlen? Oh, nee, da bin ich komplett raus. Handy-Games und ich? No. Ich spiele kaum Handy-Games. Leider. Oder was? Nee. Ich liege, Junge. Hölle. Das war geil! Wenn nur alle Cops so cool wären wie du! Was soll ich sagen? Ehrlich! Bleib doch mal stehen! Beide, das ist pure Chemie! Wir sind ein verdammt geiles Team! Alles klar! Mach dein Ding! Ruf mich, wenn du dich das nächste Mal mit den Angels anlegst! Hallo! Was ist denn überhaupt die Scheißwaffe schon wieder her? Was? Wo ist denn die Scheißwaffe schon wieder her? Shop gekauft. Dadurch, dass ich nämlich habe in Spielen Lost on Mars, habe ich diese Waffe. Ach so. Schon ein verdammter Millionär. Er ist kurz
Da benutze ich immer noch die Schrotflinte, die super gut ist. Man muss halt nehmen, wen man kriegt, was? Ich fahre diese. Wohin jetzt? Dr. Charles Lindsay. Lass mal dahin fahren, das ist die nächste Hauptquest. Ich kann das Radio nicht ausmachen, so ein Scheiß. Auf Ü kannst du es, glaube ich, ausmachen. Ja, geht aber nicht. Ich drücke wie ein Beknackter. Wo bist denn du hin? Ja, du kannst im Prinzip da unten weiterfahren. Ja, aber ich hänge ja auch an der Felswand fest. Okay. Hat sich gerade erledigt. Ich habe mein Auto irgendwie versenkt. Ja, kannst du schnell zum Punkt laufen, ich fahre hin. Da ist ein Schrein und komm darüber wie? Ach komm, hier. Genau, so, warte mal. Kommen wir da jetzt rüber? Rüber? Ja, ja, aber ich dachte, ich komme da mit dem Auto rüber. Ah, da, die Brücke. Ach so. Die Strömung ist so stark, Alter, ich komme nicht mehr rüber, ey. Ja, irgendwie komisch, da ist eine Hubschraube. Ja, lass dich bloß von dem nicht entdecken, ja. Ja, okay, Alter. Fahr ich halt hier nicht rum, ey. Mann, Alter. Ja, der Hubschrauber hat uns natürlich entdeckt, oder? Nee. Okay, der Hubschrauber ist so lange gedauert. Was ist denn mit dem? Warum läuft der denn so viel, Alter? Wie so ein beknackter Hundesohn. Ich bin hier, wenn du mir nicht hilfst. Ja, wenn ich dir nicht helfe, dann hast du Pech gehabt. Das musst du horscht machen.